Jeder von euch kennt diese abgefuckten Idioten. Junge, ich muss morgen 6 Uhr aufstehen, alle. Man sagt ihnen eine Milliarde Mal, dass man Englisch sprechen soll. Du speak English. Und dennoch können sie ihre verfickte Fresse einfach nicht halten. Digga, wir haben schon 4 Deutsche hier. Warte, was ist Whisky? Und was für ein geiler Ire. Freizeit. Er callt einfach wunderschön. Es wird mehrfach darum gebeten, auf Englisch zu callen. Dann Blindschrift lesen mit der Spitze meiner Einschränkung. Sei mal ruhig. Und dann kann man sich so eine räudige Scheiße anhören. Are you stupid fucking idiots, fucking idiots. Doch die Krönung sind diese abgewichsten kleinen Kinder, die einfach, ich weiß auch nicht, mit ihren 5 Jahren am Computer hocken. Was ist da los? Die Eltern gehören totgeschlagen. Und die Kinder auch, ist klar. Jetzt passt auf. Es wird darauf hingewiesen. Es wird wieder darum gebeten, ja? Es wird ihnen ans Herz gelegt, dass sie doch bitte Englisch sprechen. Oder im Teamspeak sind, wenn sie ihre Fantasiesprachen sprechen wollen. Speak English or use Teamspeakers Guide. Okay. Okay. Oh, okay. Ist es etwa einsichtig? Ist dieses kleine Scheißkind etwa einsichtig? Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. We speak English, but you play. Okay, you kill. Oh Mann, ich weiß auch nicht. Vielleicht kann man doch Leute, also zu essen verarbeiten, um praktisch andere Leute, die in Not sind, füttern zu können. Mit diesem Fleisch. Wer weiß, vielleicht kann man da was aushandeln. Schaust du sie wieder rum. Aber das mit den Sprachen geht mir nach wie vor voll auf den Sack. Also es ist nicht so schlimm wie Kinder. Aber wenn man in ein Spiel reinkommt und sagt, hello Team, und meinetwegen fragt am Anfang noch jemand Englisch, Deutsch, Französisch, was weiß ich, Kartoffelsalat. Und irgendein einziger Mensch sagt, no, English please. Und dann kommt sowas. Das ist ja noch nicht mal was gesagt. Die Leute machen einfach irgendwelche verfickten Geräusche. Man will spielen und die Gegner hören und es geht nicht, weil irgendjemand ins Mikrofon scheißt. Oder sich einkeult, keine Ahnung. Ist das irgendwie, Ich würde sagen, dass wir uns sicherlich alle einig sind, dass sich solche Menschen am besten selbst auslöschen. Also erhängen, erschießen, sich vergiften. Vielleicht sogar irgendwas, was ziemlich weh tut. Also sich selbst mit einem Wattebausch totschlagen. Oder ich weiß auch nicht, was ganz, ganz stumpfes. Aber jetzt nicht ein stumpfes Messer, sondern ein Dolch aus Knete oder so. Mit dem man sich dann umbringt. Falls ihr euch da jetzt selbst erkannt habt, Verhalten von euch oder wie auch immer, dann geht einfach jetzt zum Schrank, holt euch einen Gürtel und erhängt euch, okay? Wäre echt schick von euch. Kazam! Idiot, run to silver, please, run to silver. Scheiße, ich muss 15 Uhr aufstehen für die Seite.